Hallo liebe Zuschauer von den Brick Freaks. Bald ist wieder San Diego Comic Con und wie immer gibt es da Lego-exklusive Sets. Und dieses Jahr haben wir hier mit der Modellnummer 77902 Captain Marvel and the Assis. Nicht die Assis, sondern die Assis. 271 Teile wird dort im Shop, ist natürlich Special Limited, wird dort im Shop 45 US-Dollar kosten. Denke ich, für 271 Teile doch ein recht stolzer Preis. Ist natürlich limitiert und nur dort erhältlich und auch nur dort erhältlich, wenn man sich vorher dafür registriert hat. Also ein normaler Messebesucher, Comic-Con-Besucher kann es auch nicht kaufen. Machen wieder ganz schön viel Aufwand drumherum, aber gut, was soll's. So, da haben wir das gute Stück. Und da wollte ich mal einfach nach der Meinung von euch fragen, wie findet ihr das Set? Würdet ihr euch das kaufen, wenn es im freien Handel ist? Und Frage, zu welchem Preis? Also ich denke 271 Teile für 45 Euro, das wäre, oder 45 Dollar, 40 Euro vielleicht. Naja, gut, egal. Auf jeden Fall zu teuer. Das Set an sich, der Fighter ist nett. Captain Marvel könnte meiner Meinung nach die Drucke ein bisschen mehr zur Geltung kommen, ein bisschen mehr metallisch sein. Ansonsten unten die Katze ist natürlich cool. Die Flammen sind ganz okay. Also schlecht finde ich das Set nicht. Aber der Preis ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Aber ich denke, das Ding wird ausverkauft sein nach der San Diego Comic Con. Die werden da keine Probleme haben, das Ding wegzubekommen. Und die Preise hinterher auf eBay werden wie für diese Sets üblich ins Astronomische hochgehen. Ich denke, das Flugzeug wird leicht zu repricken sein. Eventuell die Fliese hier oben in transparent blau. Also besser gesagt, das Nexonite-Schild in transparent blau. Das könnte ein bisschen teurer sein. Ansonsten, ja, die Minifiguren und vor allem halt die Katze. Die andere Minifigur hier, ihre Freundin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß im Film. Ja, die ist nicht so besonders. Aufdruck sieht ganz okay aus. Sagt mir mal, was ihr von dem Set haltet. Sagt mir mal in den Kommentaren generell, was ihr von diesen exklusiven Comic-Con-Sets haltet. Ist es eine gute Idee, eine schlechte Idee? Im Allgemeinen finde ich es eine gute Idee, der wo viel Geld ausgibt für die Comic-Con, weil hinzukommen, auch für Amerikaner, nicht so einfach, je nachdem, wo sie wohnen, dorthin zu kommen, viel Geld für die Tageskarten dazulassen, dann ist es schon schön, wenn man sich etwas Exklusives kaufen kann. Ist meine Meinung. Sagt mir mal eure Meinung zu dem Set. Habt eine gute Zeit, bis bald, euer Frank von den Brick Freaks, bye bye.